Seid gegrüßt zum zweiten Teil von Märkte und Trends, jetzt hier bei uns bei heavytraders.live. Die Themen der heutigen Sendung sind die MicroStrategy, Bitcoin, dann werden wir nochmal einen Blick auf den DAX werfen und dann nochmal einen Blick Richtung China werfen und zwar auf die Alibaba und die Pinduoduo. Ich habe den Samir bei mir im Studio. Hi Samir. Nochmals hallo Boris und hallo liebe Zuschauer an dieser Stelle. Aber bevor wir mit unseren Themen anfangen, würde ich euch nochmal bitten, dass ihr vielleicht unser Video liked, einen Kommentar da lasst, die Glocke aktiviert und den Kanal abonniert, wenn ihr nichts verpassen wollt von dem, was wir hochladen. Von daher, wenn euch unsere Videos gefallen, wäre es super, wenn ihr das machen könntet. Ja, lasst aber direkt nochmal am Anfang anfangen. Und zwar geht es darum, Märkte und Trends, das Depot ist momentan auf einem Höchststand. Ihr habt es angefangen am 1.11.2023 und seid jetzt auf einem Allzeithoch mit plus 55% vorne. Sagt doch einfach mal, bevor wir auf unsere Werte halt mit eingehen, was ihr dort alles gemacht habt und wie ihr das alles so durchgehandelt habt. Ja gut, was wir gemacht haben, wir haben letztendlich immer die Werte ja besprochen, die wir gerne aufnehmen wollen, auch begründet, warum, weshalb. Man muss sagen, in diesem Jahr ist es wirklich gut gelaufen, dass wir zum einen so ein bisschen strategisch gewisse Sachen verändert haben oder auch zumindest ein bisschen umstrukturiert haben, was beispielsweise die Positionsgröße betrifft, was die Hebel der einzelnen Zertifikate betreffen und dass man auch so ein bisschen versucht, so einen gesunden Mischkurs zu erwischen. Also das heißt, dass man mit einer kleinen Position anfängt und eventuell wieder so ein bisschen eine zweite Tranche reinnimmt und versucht natürlich dann in diese Haupttrends beziehungsweise auch in den Werten, in den einzelnen Aktien, die weiterhin sehr stark gefragt sind, auch positioniert zu bleiben. Das heißt, auch Korrekturen irgendwo in Ruhe aussitzen zu können mit dem Ziel, dass auch hier die Erholung wieder eingeleitet wird und auch die Fundamentalanalyse ja nicht davon in irgendeiner Form berührt ist oder auch irgendwelche Veränderungen stattgefunden haben, sondern dass die Story ja letztendlich immer noch aktiv ist. Und das Thema Timing, da wollten wir uns so ein bisschen distanzieren, das heißt also ständig Stops rein und dann rein raus, sondern wo wir sagen, nein, wir fangen einfach kleine Tranchen an und versuchen dann wirklich tatsächlich die Story beizubehalten. Ja, bei Märkte und Trends ist ja alles so ein bisschen langfristiger jetzt ausgelegt, wie du es gerade gesagt hast. Nicht mehr dieses Rein-Raus, sondern habt auch gesagt, dass ihr da so das alles konservativer halt angeht. Was aber auch stark zu sehen halt war, ist, dass auch wenn man eine Position halt ins Minus gegangen ist, auch gerade wie du es sagtest, ist es auch nicht sofort halt in Probleme halt geraten aufgrund der kleineren Hebel und hat sich dann auch relativ schnell halt wieder erholt gehabt. Ganz genau. Also wir sind gar nicht so langfristig da jetzt irgendwie positioniert. Es kommt darauf an, wie sich die einzelnen Aktien entwickeln. Du hast ja viele Werte ja auch mitbekommen, die du ja auch mitbegleitest. MicroStrategy ist teilweise, wir haben sie glaube ich in diesem Jahr schon bereits zweimal gehandelt. Wir haben jetzt noch eine laufende Position. Wenn dann die Aktien durch News so stark nach oben hochziehen innerhalb von wenigen Tagen, innerhalb von wenigen Wochen, dann nehmen wir natürlich auch Gewinne mit. Also so versuchen wir uns natürlich entsprechend dann auch zu positionieren, Gewinne mitzunehmen und wieder uns neu zu orientieren. Das ist bei der MicroStrategy recht gut gelaufen, zweimal. Jetzt sind wir beispielsweise ja noch einmal positioniert, da werden wir auch gleich nochmal tiefgründiger eingehen. Das hatten wir auch bei der Nvidia gehabt, wo wir immer wieder Gewinne mitgenommen haben. Und jetzt die kräftige Korrektur, die wir die letzten Tage gesehen haben, das haben wir wieder genutzt. Also es kommt immer darauf an, wir haben beispielsweise auch eine Pinduoduo, wie du schon sagtest, die werden wir auch gleich nochmal besprechen. Die haben wir seit Februar praktisch bei uns aufgenommen und sind immer noch mit drin und haben uns gar nicht so schnell verabschiedet. Also es kommt immer darauf an, wie sich die einzelne Aktie entwickelt, ob sie newsgetrieben ist oder ob wir in der Berichtssaison sind und wie stark das Momentum ist, wie stark die Euphorie ist. Aber klar wollen wir natürlich versuchen, ein bisschen länger positioniert zu bleiben, aber jetzt nicht ultra super langfristig, sondern je nachdem, wie sich der Wert entwickelt. Die Pinduoduo hat ihr das gerade angesprochen, hast euch aber auch schon ein bisschen, ich sag mal, geärgert gehabt. Da gab es, glaube ich, irgendwie Zahlen oder irgendein Event, wo dann das Zertifikat und die Aktie halt ordentlich nach oben geschossen ist. Und dann habt ihr euch überlegt gehabt, verkauft ihr oder verkauft ihr nicht? Habt ihr erstmal gesagt, nee, bleibt ihr momentan noch drin, weil ihr gesagt habt, da geht noch ein bisschen was. Dann hat es sich aber genau ins Gegenteilige halt entwickelt gehabt. Und siehe da, jetzt momentan ist sie fast wieder da, wo es davor gewesen ist. Und das ist schon auch Grund von den Hebeln halt, denke ich mal, mit die beste Strategie, die ihr da fahrt. Im Moment ja, genau.
Dann lass doch mal direkt weitergehen und zwar zur MicroStrategy. Wir haben vorhin über den Bitcoin ein bisschen gesprochen gehabt, ja. Da kommen wir natürlich auch gleich noch halt mit zu. Aber MicroStrategy partizipiert ja sowieso an der ganzen Bitcoin-Entwicklung. Aber hast du in der Vorbesprechung gerade auch gesagt gehabt, dass die MicroStrategy jetzt schon wieder fast 7% vorbörslich vorne ist. Das heißt, da dürfte sich doch mal einiges weiterentwickeln jetzt. Genau, am besten werfen wir direkt mal einen Blick auf den Monitor, das ist richtig. Die MicroStrategy haben wir auch in diesem Jahr, glaube ich, 2 oder 3 Mal recht erfolgreich gehandelt. Wir haben Spitzen gesehen bei der MicroStrategy im Bereich der Marke knapp um 2.000 US-Dollar. Jetzt sind wir deutlich korrigiert, fast bis 1.000 Dollar. Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Selbst ein Hebel 2 wäre man tatsächlich, wenn man oben in der Spitze eingestiegen wäre, schon fast unter Bredouille gekommen. Das heißt, 50% Korrektur bedeutet praktisch Game Over, selbst mit einem Hebel von 2, aber wir haben immer gesagt, okay, wir wollen versuchen nochmal so ein bisschen niedrigen Hebel, also kleiner als 2. Warum? Weil die Aktie ja schon recht volatil ist, dass man das Risiko halt komplett aus dem Weg gehen kann und zusätzlich, dass wir dann auch entsprechend, wenn es ein bisschen deutlicher zurückgeht, eventuell eine zweite Tranche kaufen. Das Zertifikat können wir dann kurz auch mal einblenden. Wir sind immer noch weiterhin sehr optimistisch für die MicroStrategy. Man sieht, dass der Hebel auch hier in der Zwischenzeit jetzt knapp bei 1,4 ist. Bedingt dessen, weil natürlich die Aktie etwas deutlich korrigiert hat. Der Hebel, den wir zuvor ausgewählt hatten, war irgendwo so knapp bei 1,2, 1,1, glaube ich, meines Erachtens nach. Und nach wie vor bleibt die MicroStrategy auch für uns weiterhin sehr attraktiv, weil wir da auch sehr viele Zuschriften bekommen haben. Ist die MicroStrategy noch ein Kauf? Kann man sie jetzt mit diesem deutlichen Rücksetzer ins Depot aufnehmen? Ist natürlich selbst überlassen. Wir selbst haben jetzt 2 Tranchen soweit aufgenommen. Die Aktie selbst, da können wir jetzt nochmal auf den Chart etwas genauer blicken, ist am Freitag mit 8,3% plus aus dem Handel rausgegangen und ist jetzt vorbörslich knapp 6% im Plus. Also man sieht, da ist enorm viel Bewegung, obwohl wir hier über eine Aktie reden. Bei der MicroStrategy hatten wir natürlich ganz klar, die Shortseller haben ordentlich bei der Aktie draufgehauen, weil sie gesagt haben, nee, das ist einfach zu hoch bewertet. War ja der meistgeschortete Wert teilweise. Absolut, genau. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist, aber auch die Shortseller müssen irgendwann ihre Position schließen. Damit kommt Liquidität in den Markt rein und damit wird die Aktie gekauft zu einem niedrigen Kurs. Und ich bleibe weiterhin optimistisch, dass wir gute Chancen haben, auch so Richtung 1.800, also zwischen 1.700 und knapp 1.800 Dollar mit der Aktie zurückzulaufen. Für uns ist die MicroStrategy nach wie vor, weil sie am Bitcoin sozusagen gekoppelt ist, nach wie vor ein sehr attraktives Investment. Ja. Wolltet ihr aber auch nochmal aufstocken, also zumindest vor dem Urlaub von Andreas hattet ihr euch nochmal drüber unterhalten gehabt, dass ihr, wenn ihr wieder gute Einstiege halt findet, dass ihr nochmal vielleicht eine dritte Position aufnehmen wolltet. Genau, wir können es nochmal gerne einblenden. Also noch einmal, die MicroStrategy, das ist so, als würde man die physische Aktie kaufen, nur muss man halt nicht komplett da jetzt 2.000 Dollar auf den Tisch legen, sondern wir sind ja mit kleineren Positionen unterwegs. Wir überlegen tatsächlich, ob wir nochmal MicroStrategy heute nachkaufen. Für uns noch einmal zur Betonung, ich sehe da schon charttechnisch gesehen, fundamental gesehen, nochmal Kurse zwischen 1.700 bis 1.800 US-Dollar. Und ja, es ist nicht ausgeschlossen. Bei uns im Märkte und Trends im Plusbereich werden wir dann auch die Info weitergeben, wenn wir dann auch hier entsprechend neue Aktivitäten vornehmen. Dann lass doch mal jetzt gerade im Zusammenhang mit der MicroStrategy nochmal einen Blick auf den Bitcoin werfen. Wir haben uns zwar heute Morgen auch schon drüber unterhalten und nach diesem doch etwas größeren Korrektur hat es am Wochenende dann doch mal einen sehr starken Anstieg gegeben und hat einen Großteil der Verluste, die dort generiert wurden, überall auch mal wieder wettgemacht. Wie sieht denn der aktuelle Stand diesbezüglich aus und was erwartest du? Genau, beim Bitcoin, auch da können wir noch mal kurz einen Blick auf den Chart werfen. Natürlich gibt es da jede Menge News, was den Bitcoin betrifft. Nach wie vor hat sich an der Story nichts geändert. Ja, es sind durchaus Gewinnmitnahmen hier, die stattgefunden haben von den großen Wahlen, also die tatsächlich einige große Positionen halten, die irgendwann mal Gewinne soweit realisieren. Wir haben ebenfalls fundamental gesehen jetzt keine neuen Veränderungen, bis auf das Bitcoin-Halving. Das heißt also, die frisch geschürften Bitcoins, die auf den Markt kommen, sind jetzt nur noch die Hälfte von denen, was es mal war. Seit dem Halving aktuell 450 Bitcoins pro Tag oder 3,125 Bitcoins alle 10 Minuten, also wenn ein Block soweit gefunden wurde. Und von daher bleibt es für uns weiter interessant. Man sieht jetzt gerade aktuell, dass die satten Gewinne von heute ein bisschen leicht abgebaut wurden. Wir sind jetzt knapp bei
63.000, glaube ich, 948, wenn ich das richtig sehe. Klar, wir waren jetzt zwischenzeitlich heute Morgen irgendwo über 65.000 Dollar. Noch einmal, für mich persönlich ist jeglicher größerer Rücksetzer nach wie vor ein guter Kauf. Man muss jetzt hier nicht unbedingt auf dem Niveau kaufen. Es war letzte Woche wesentlich interessanter, als wir hier auch mehrfach darüber gesprochen haben, zu sagen, hey, 57.000, 58.000, 59.000 Dollar, also da, wo jeder so ein bisschen wieder Ängste hatte, dass wir eventuell doch nochmal die 50.000 sehen. Wobei, dann sehen wir halt nochmal die 50.000. Ja. So what? Spielt überhaupt gar keine Rolle. Es geht ja immer darum, was ist mittel- und langfristig der Fall. Kurse, die unter 60.000 Dollar waren, waren immer noch besser als Kurse um 75.000 Dollar. Wir haben eine 23% Korrektur gesehen und das bedeutet letztendlich ein Angebot, was man gesehen hat, ja, wo man Preisnachlass von 23% bekommen hat. Klar kann man auf dem Niveau immer noch kaufen, aber sollte man natürlich für sich persönlich entscheiden. Wir machen ja keine Anlageberatung oder Kaufempfehlungen oder sonstiges, sondern spiegeln ja letztendlich nur das, was wir hier persönlich machen. Und unser Zertifikat, was wir uns da rausgesucht haben, das können wir auch da nochmal einblenden, ist nach wie vor sehr konservativ. Das hat also auch hier einen Hebel, ein bisschen was über 1, also keine großen, ich sag mal, Risiken in der Hinsicht, es sei denn, der Bitcoin, wie man das auch hier gut entnehmen kann, würde Richtung 14.600 Dollar runtergehen. Klar, dann ist das eingesetzte Kapital hinüber. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg. Und selbst dann, man könnte immer noch bei 40.000, 37.000 sagen, pass auf, irgendetwas scheint an der Story doch falsch zu sein. Lieber steigen wir mal aus. Aber im Moment sehen wir persönlich jede stärkere Rücksetzer als Kauf. Und bis zum Ende des Jahres glaube ich schon, dass wir gute Chancen haben. Das, was uns so ein bisschen verunsichert hat, waren zwei Themen. Erstens die geopolitischen Konflikte, aber politische Börsen haben kurze Beine. Und das Zweite ist, dass das also der FED-Zinsentscheid uns so ein bisschen, ich sag mal, quergeschlagen hat, in der Hinsicht, ob jetzt der Zins doch noch möglicherweise angehoben wird und wie viel Zinssenkung es möglicherweise geben wird. Gut, jetzt weiß es der Markt, möglicherweise im September die erste Zinssenkung von zuvor 7, was in diesem Jahr geplant oder was zumindest gesagt wurde, sind es möglicherweise 1 bis 2 in diesem Jahr. Also von daher alles soweit in bester Ordnung. Die Wirtschaft brummt, der Arbeitsmarkt, wir haben ja die Arbeitsmarktdaten bekommen, ist auch im Interesse der US-Notenbank. Da gibt es jetzt für uns persönlich keinen Anlass, wo wir sagen, man müsste hier irgendetwas großartig verkaufen. Dann werfen wir einen Blick auf den DAX. Und zwar haben wir uns heute Morgen unterhalten gehabt, da war der bei 18.050 Punkte. Jetzt ist er um einiges nach oben gegangen. Jetzt gerade aktuell bei mir 18.191. Die Entwicklung ist ja auch gerade nicht nur für das Zertifikat von euch, weil ihr seid bei ungefähr, ich glaube, 17.9 eingestiegen, ja. Ganz gut, sondern das ist ja auch ähnlich das, was du halt sagtest, was passieren könnte. Genau, also auch da fangen wir am besten mal mit dem Zertifikat an. Da hatten wir, das sind immer so ein bisschen so die strategischen Überlegungen, wie gehe ich, also wie plane ich meinen Trade? Plane ich den Trade mit einem konservativen Hebel? Wenn ja, dann mache ich das eventuell über 2 Tranchen. Also ich sage, ich kaufe einmal, ich kaufe eventuell 2-mal, wenn es ein bisschen tiefer geht. Die nächste Frage, die man klären muss, ist der Trend noch vollkommen intakt? Wie hoch ist das Risiko? Also viele Faktoren, um überhaupt erstmal abzuwägen, was man konkret vorhaben. Und das, was wir halt geplant haben, vielleicht kann man das Zertifikat kurz nochmal einblenden, den DAX-Trade, ja, funktioniert gerade wohl nicht, ist ein Hebel von 5, den wir da rausgewählt haben. Genau. Jetzt ist er da. Jetzt ist er da, 5,31 und wir sind jetzt 7,5% im Plus. Also während viele gesagt haben, ja, ja, geopolitischen Konflikte, es gibt eine Zinsanhebung, alles fliegt uns um die Ohren, das war es gewesen, haben wir gesagt, okay, wir nutzen diesen Rücksetzer, wir wissen nicht, ob das der absolute Tiefpunkt ist. Im Moment scheint es erstmal so plus minus der Fall gewesen zu sein, aber darum geht es auch letztendlich gar nicht. Selbst wenn wir dann Richtung 17,5, 17,4, 17,3 hätten wir eventuell noch eine zweite Tranche, weil wir weiter davon ausgehen, dass wir in einem starken Bullenmarkt sind, der schon bereits letztes Jahr gestartet ist und dass wir jetzt in diesem Jahr praktisch das zweite Bullenjahr haben. Und noch einmal, der Markt weiß jetzt über vieles Bescheid, ob das die geopolitischen Konflikte sind, ob das das Thema der Zinsentscheide ist, was wir jetzt in diesem Jahr noch sehen oder nicht sehen. Und von daher gibt es da keine Unsicherheit für den Markt. Alles wurde jetzt erstmal so weit auf den Tisch gelegt. Der Markt kann jetzt damit arbeiten. Wir schauen in die Zukunft und die Zukunft ist einfach die, dass wir zum einen robusten Arbeitsmarkt haben, eine wachsende Wirtschaft in Amerika und dass wir die Zinsentscheide wissen, wie es weiter vorangehen wird
Und von daher ist auch erstmal alles auf den Tisch gelegt. Und deswegen sehe ich da auch im Moment keinen Anlass, dass wir große Korrekturen sehen. Also 30%, 35%, 40%, da reden wir ja tatsächlich wieder von einem sogenannten Crash. Davon haben wir seit 2020, also seit der Pandemie, schon einiges gesehen, wo wir schon tatsächlich die letzten oder darauffolgend mit der Pandemie immer wieder kräftiger zusammengebrochen sind und sich die Märkte wieder erholt haben. Also von daher bleiben wir optimistisch, wir bleiben auch weiterhin bullish. Und wir sehen auch mit dem DAX-Zertifikat, was wir hier haben, vielleicht können wir das nochmal ganz kurz einblenden, weil es ist auch nochmal sehr wichtig zu erwähnen, wir gehen jetzt nicht unbedingt davon aus, dass wir jetzt irgendwie die 20.000 handeln möchten. Wenn wir mit dem DAX möglicherweise so Kurse 18.3, 18.4, 18.5 sehen, werden wir wahrscheinlich Gewinne mitnehmen. So viel zu dem Thema langfristiges Denken. Nein, in diesem Falle wollen wir einfach ein bisschen was im DAX mitnehmen, weil wir haben auch die Sommersaisonalität. Ja, ich glaube schon, dass wir auch so ein bisschen seitwärts laufen werden bis in den Juli, August hinein und dass möglicherweise ab September, Oktober wieder die Märkte kräftiger anziehen werden. Liebe Zuschauer, wie seht ihr denn die Entwicklung vom DAX momentan? Lasst es uns doch in den Kommentaren wissen und unsere Händler werden auf jeden Fall darauf eingehen. Seht ihr das wie Samir oder glaubt ihr, dass es vielleicht doch nochmal ordentlich nach unten gehen kann? Wie gesagt, dafür sind die Kommentare da. Lasst es auf jeden Fall uns wissen. Dann werfen wir einen Blick Richtung China. Und zwar habe ich es vorhin schon angekündigt gehabt, dass wir noch über zwei chinesische Werte sprechen werden. Das eine ist die Pinduoduo, das andere ist die Alibaba. Lass doch mal mit der Pinduoduo anfangen. Es war ein bisschen ärgerlich vor anderthalb oder zwei Monaten, ich bin mir nicht mehr genau sicher, wann das gewesen ist. Aber, das war der 20. März gewesen, ja. 20. März, ist das Ding ordentlich nach oben geschossen. Es gab Zahlen bei der Pinduoduo. Wir waren fast mit den Zahlen, weil es gab wirklich einen enormen Sprung nach oben, 50% im Plus mit dem Zertifikat. Und am gleichen Tag ist die Pinduoduo mit diesen guten Zahlen komplett abverkauft worden. Wir können das am besten auch hier nochmal im Chart uns etwas genauer anschauen. Man sieht letztendlich auch hier diese rote lange Kerze. Hier waren wir in der Spitze mit 50% mit dem Zertifikat im Plus. Dann kamen die Zahlen, es wurde alles abverkauft, obwohl alles soweit in bester Ordnung war. Dann hat die Aktie weiterhin korrigiert. Und jetzt ist wieder die Erholung wieder eingeleitet worden. Wir sind jetzt aktuell, wenn ich mich jetzt, vielleicht können wir das Zertifikat auch nochmal kurz. Fast 35% genau, im Plus. Genau, vielleicht können wir das Ganze nochmal von der Regie mit einblenden. Das heißt, wir haben dann auch uns in Geduld ausgeübt und gesagt, okay, so schnell konnten wir jetzt auch nicht reagieren. Ändert jetzt nichts an der Story, die Zahlen sind raus. Pinduoduo wird ja noch entsprechend die Zahlen soweit bringen. 34,6% ist das Zertifikat jetzt wieder im Plus und auch hier sind wir nach wie vor weiterhin optimistisch für die Pinduoduo. Das ist ein chinesischer E-Commerce-Konzern, ein Wert, der bei der Nasdaq 100 auch soweit gelistet ist. Heute um 15.30 Uhr werden die Börsen soweit eröffnen. Wir erwarten ja immer noch starke Signale seitens der chinesischen Regierung oder auch der chinesischen Notenbank, dass Liquidität in die Märkte gepumpt wird, gespült wird, dass auch wieder hier einiges in Betrieb genommen wird, was den Immobilienmarkt betrifft, was den Aktienmarkt insgesamt betrifft. Und von daher sehe ich da auch im Moment keinen Anlass, wo man sagen müsste, okay, sofort jetzt aussteigen. Ja, wenn wir vielleicht 50%, 60% oder je nachdem eine starke Entwicklung bei der Pinduoduo sehen, dann würden wir auch mal Gewinne mitnehmen. Aber an der Story sehe ich da im Moment gute Chancen weiterhin im chinesischen Markt, gerade was chinesische Aktien betreffen, die in Amerika gelistet sind, gute Chancen, dass wir auch hier noch einiges in diesem Jahr nach oben sehen können. Das Gleiche gilt dann also auch für die Alibaba, meinst du? Genau, Alibaba haben wir ja immer wieder gesagt, ist ein super interessanter und spannender Wert. Vorbörslich sind wir jetzt im Moment knapp 0,7% im Plus. Auch hier sehen wir das sehr gut im Chart mit eingeblendet, wie stark die Alibaba jetzt in den letzten Tagen sich wieder deutlich nach oben erholt hat. Wir hatten es ja auch immer wieder gesagt, es gibt große Hedgefonds, die die Aktie aufgenommen haben, Michael Burry beispielsweise. Ja, ich weiß, der hat auch mit vielen Aussagen falsch gelegen, aber das ist mit seine größte Position. Jack Ma, der Gründer von Alibaba, hat ebenfalls Aktien stärker gekauft im letzten Jahr November. Nahestehende Personen ebenfalls an Alibaba, ja, gab es halt Druck seitens der chinesischen Regierung, aber das Unternehmen selbst ist eines mit der größten in China. Das, was Amazon in Amerika ist, ist Alibaba in China. Und die Story, da sehe ich auf jeden Fall noch gutes Potenzial auf der Oberseite. Das Zertifikat können wir vielleicht auch noch mal kurz mit einblenden. Da haben wir weiterhin die Position bei uns am Laufen. Ich glaube, das müssten wir auch, glaube ich, seit Februar aufgenommen haben, wenn ich das... Ich schaue ganz kurz nach. Das war 26.01.
Januar sogar. Guck mal, ja, 26. da sind wir jetzt ein bisschen tatsächlich länger positioniert. Ja. Die Wertpapierkennnummer Martha Bertha 3X7H, der Hebel 3,1 und mit dem Zertifikat sind wir jetzt aktuell mit 28% im Plus. Wir würden auch gerne positioniert bleiben, weil noch einmal, wir denken schon, dass wir gute Wachstumschancen in Amerika sehen werden und dass angeschlagene Aktien aus China, die bei der Nasdaq 100 gelistet sind, durchaus gutes Potenzial haben, noch kräftiger in die Höhe zu schießen. Ja, wir wollten das nicht weiter besprechen, aber zum Beispiel auch die BYD ist ja auch ordentlich nach oben gezogen. Ja, ist bei euch auch noch mit drin, von daher bleibt das alles weiter interessant. Genau. Nicht nur, wie sich Märkte und Trends entwickeln, sondern halt auch das Depot selbst. Von daher sind wir jetzt auch schon am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Aber wer es noch nicht ist, registriert euch auf unserer Webseite heavytraders.live. Tragt euch in die Newsletterboxen halt mit ein, um weitere Informationen vom Märkte- und Trends-Themen hier bei Heavy Traders zu erhalten. Und dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen und würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Vielen Dank.